Und zum Ankommen, zur Mitte finden, schwingen wir über links nach rechts und über rechts nach links. Versuch dabei die Sitzbeine zu erspüren. Über rechts nach links und über links nach rechts. Und erlaub dem Körper zu schwingen. So die Wirbelsäule, vielleicht wie so eine Tanne, die sich im Wind wiegt, so insgesamt in den Schwung hinein. Fließend. Und dann pendel dich aus in die Mitte zwischen links und rechts. Und dann schwing über vorne nach hinten, roll dich über die Sitzbeine nach hinten. Und über hinten wieder nach vorne. Über nach vorne kannst du ein bisschen in die Aufrichtung kommen und dann über vorne wieder zurückrollen. Und über hinten wieder nach vorne aufrichten, größer werden. Und zurücksinken, dass du einen kleinen Rundrücken machen. Also die Wirbelsäule schwingt, richtet sich auf und löst sich wieder, rollt sie wieder nach hinten. Und dann finde die Mitte zwischen vorne und hinten, balanciere dich aus über den Sitzbeinen. Erlaube auch der Wirbelsäule, diese Mischung zu finden, aus diesem Lösen nach unten und aus diesem leicht Aufrichten nach oben zum Himmel. Mach dir bewusst, dass dein Links und dein Rechts, ein Vorne und ein Hinten, ein Oben und ein Unten. Und du schwingst in diesen drei Ebenen so ganz leicht. Atem fließt. Jetzt, wo du deine innere Mitte so ein Stück gefunden hast, stell dir vor, dass dort die Ruhe entsteht im Unterbauch, wie ein goldenes Licht, vielleicht eine innere Wärme. Und du erlaubst diesem inneren Licht sich auszubreiten. Der Ruhe, Gelassenheit, Raum geben. Und lächle dir zu. Dorthin spüren, dorthin atmen, dorthin lächeln. Dann darf das goldene Licht den ganzen Unterbauch füllen, nach unten fließen bis zum Beckenboden, nach oben bis zum Zwerchfell. Und dann lass das goldene Licht die innere Ruhe überströmen und füll den Brustraum. Den goldenen Licht der inneren Ruhe. Und wenn noch störende Gedanken da sind, es macht gar nichts. Immer wieder zu dem Bild zurückkehren. Zu dem Spüren.
Atem fließt. Und dann lass das goldene Licht weiterströmen und über den Hals, in den Kopf. Und aus dem Kopf füllen mit der inneren Ruhe. Sei dir aber trotzdem noch bewusst der Fülle im Bauch und der Brust, damit es nicht zu viel wird oben. Und dann darf das goldene Licht überströmen über den höchsten Punkt am Kopf. Und jetzt darf die Ruhe seitlich nach unten strömen über den Kopf, die Ohren, die Backen, den Hals, die Schultern, über die Oberarme, die Ellbogen, die Unterarme, die Handgelenke, über die Hände und die Finger, die Fingerspitzen. Und dann stelle die Verbindung vor, versuch sie zu erspüren vom höchsten Punkt seitlich nach unten bis zu den Mittelfingerspitzen. Und dann lass die Ruhe fließen vom höchsten Punkt nach vorne, über den Kopf, über die Stirn, Augen, Nase und Mund, über das Kinn, den Hals, die Schultern. In einem breiten Strom über die Brust nach unten, über Oberbauch und Unterbauch, über das Becken, die Oberschenkel, die Knie, über die Schienbeine, die Fußgelenke bis über die Füße und die Zehen. Dann mach dir die Verbindung bewusst vom höchsten Punkt nach vorne zu den Großzehen. Und dann lass das goldene Licht fließen vom höchsten Punkt und jetzt nach hinten über den Hinterkopf, den Hals, die Schultern, einen breiten Strom über die Schulterblätter, den Rücken hinunter, die Rippen, Taille, Lendenwirbelsäule, Kreuzbein, Steißbein, über den Hintern,
die Rückseite der Oberschenkel, den Kniekehlen, den Waden, den Fersen bis über die Fußsohlen. Und dann halte für einen Moment die Aufmerksamkeit in der Verbindung vom höchsten Punkt hinten nach unten bis zu den Fußsohlen, bis zum Fußmittenpunkt, den sprudelnden Quellen. Und vergiss mir das Lächeln nicht. So entspannt und freundlich dir selbst gegenüber wie möglich. Jetzt haben wir die Innenräume gefüllt und seitlich und vorne und nach hinten und die Ruhe fließen lassen. Und zum Abschluss machen wir uns nochmal die drei Linien deutlich. Vom höchsten Punkt seitlich zu den Mittelfingerspitzen, vom höchsten Punkt nach vorne zu den Großzehen und über hinten zu den Fußsohlen. Und nimm wahr, so gut es geht, wie du in einen Mantel aus goldenem Licht und Ruhe eingehüllt sitzt. Mach dir diesen Mantel bequem, der kann wärmen, falls es gerade heiß ist, kannst du ihn dir kühl vorstellen. Es macht auch nichts, wenn du die Farbe nicht siehst. Sind nur Mittel, um deine Empfindung zu wecken, dein räumliches Empfinden. Vielleicht findest du Stellen, die noch löchrig sind, dann spür dort besonders hin, lächel besonders hin. Aus dieser Ruhe heraus machen wir die weiteren Übungen. Falte die Hände, bring sie in einen Bogen zum Hinterkopf. Mach es dir bequem, kannst den Kopf so ein bisschen bewegen, in die Hände rein, dass der Kopf gut in den Händen liegt. Entspann die Schultern, so gut es geht. Und dann spanne dich über innen nach außen, in die Weite. Und über die Weite wieder lösen nach innen. Innen nach außen, lass den Atem fließen und über außen nach innen. Und das Außen zielt nach innen und das Innen zielt nach innen. Atem fließt und wenn du den Atem mit reinnehmen willst, bewusster, dann kannst du denken, ausatmen, ein und einatmen, aus. Aus.
ausatmend ein und der Atem kommt ganz von allein. Ausatmend aus. Und noch einmal. Und dann lösen. Die Hände wieder sinken lassen. Die Übung nachspüren, wieder in die Ruhe zurückkehren. Du möchtest, kannst du dir wieder die drei Linien deutlich machen, seitlich, vorne und hinten. Die inneren Räume füllen. Der Übung nachspüren, sie nachwirken lassen. Dann klopfen wir auf die Jadekissen. Hände nach oben, decken die Ohrmuscheln und klopfen sechsmal. Dem Einatmen Finger auflegen und dann ausatmen. In die Aufrichtung, in die Spannung und dann abklopfen. Ein bisschen wachsen und im Lösen wieder ein wenig sinken. Noch zweimal. Und dann wieder lösen. Nachspüren. Im Lächeln Raum geben. Die drei Linien vorne, hinten und an der Seite. Und dann schwingen wir an, bisschen wir hin, nach vorne und oben und drehen den Kopf nach links. Aus dem Wachsen, wenn wir das nach links lösen, wir wieder schwingen zurück nach rechts. Dann wieder kleiner. Es ist fast so, als wenn wir reiten und aus dem Sattel rausgehen, den Kopf drehen nach rechts. Über rechts wieder zurück zur Mitte, setzen uns wieder ab. Aus dem Sitzen hochschwingen, drehen. Wenn ich nach links drehe, ist der Bezug zum rechten Sitzbein da, schiebe ich da weiter und löse wieder zurück. Schwing wieder an, sinken und steigen. Steigen, wieder sinken. Von unten kommt der Schub, von der Drehung nach links kommt die Kraft von rechts. In der Mitte wechselt es wieder, und jetzt komme ich von links nach rechts zu drehen. Zurückschwingen.
einmal zu jeder Seite. Und dann wieder nachspüren, einhüllen in den Ruhemantel. Und dann die Hände reiben, aufladen, dann lassen wir die Hände absinken, schwingen nach hinten und reiben die Nierenpunkte unter dem Rücken. Laden auf, die Nieren machen Wärme, stärken unsere Lebenskraft. Ausatmen rein, einatmen, in die Nieren atmen. Manche machen es aber auch gerne andersrum. Probier es aus. Damit bereiten wir den Rücken dann vor auf die Dehnungen, die jetzt gleich kommen. Kannst auch mit dem Handrücken reiben, wenn es anders zu anstrengend wäre, vielleicht mit den Schultern belastet sind. Gerne auch mit dem Handrücken. Und noch einmal. Gut, dann wieder in den Ruhemantel hineinspüren. Die Bewegung zur Ruhe kommen lassen. Machst du im Langsitz auch wieder gemütlich? So ein kleiner Trick ist immer so Pobacke heben und dann die andere, so dass du wirklich gut auf den Sitzbeinen sitzt. Und ruhig einmal so über links nach rechts, über rechts nach links, um diese seitliche Ebene wieder klar zu kriegen. Und du rollst über hinten nach vorne, vorne nach hinten. Und wenn du dann die Hände so mitnimmst, dann bist du gleich in der Übung. Ja? Das Anschwingen. Und wir denken hier immer, als wollte ich einen Ball werfen, so ein nehmendes, aufnehmendes Geben und ein gebendes, gebendes, als wollte ich einen Ball fangen, nehmen. Und so kommen wir in Schwungrollen über die Sitzbeine, nach hinten, dann nach vorne. Roll zurück, nimm auf, spürst du vielleicht deine Bauchmuskeln ein bisschen. Und dann wieder nach vorne. Und über vorne nach hinten. Und dann über hinten, hinten, nach vorne. Der Kopf darf sich mitbewegen, die Wirbelsäule darf sich einrollen.
Und aus dem Einrollen wieder aufrichten. Und gebend nehmen. Und nehmend geben. Und die Finger kann ich ihm nach vorne streckend wieder lösen. Wieder aus dem Lösen in die Streckung kommen. Dann drehe ich die Bewegungsrichtung um, seitlich nach vorne und über oben, nach unten, über hinten, nach vorne, über vorne, nach oben und über oben, wieder nach unten. Dir geben. Nehmen und nehmen, nehmen, geben. Fließen lassen die Bewegung. Und rollen es so weit über die Sitzbeine vor und zurück, wie es für dich geht, mit einem Lächeln. Das ist gutes Bauchmuskeltraining. Aber nicht übertreiben, lass es fließen. Und noch einmal. Dann wird kleiner werden, zurückkommen. Und wieder in deinen Ruhemantel finden. Und du kannst hier merken, wenn es für dich anstrengend ist, wirklich gut auf den Sitzbeinen zu sitzen, wenn du so ein bisschen nach hinten kommst, vielleicht wird es dir dann gut tun, etwas unter den Hintern, so ein kleines Kissen, das für ein bisschen höher sitzt, damit kannst du es dir leichter machen. Die Übung war noch sehr dynamisch und jetzt gehen wir her, ja, machen es ein wenig statischer, als haben wir die Flexibilität betont und die Dynamik und jetzt betonen wir die Stabilität und die Dehnung. Wir fassen die Hände, schwingen an, dann drehen sich die Hände nach oben. Und dann wachsen wir innerlich so gegen die Hände, als wollten wir sie stützen. Lösen nochmal. Und dann von unten her weiten. Und das letzte weit nach oben zielt auf ein Lösen. Wir lösen, rollen hinter die Sitzbeine zurück, öffnen uns dem Himmel. So die Wohlspannung wie ein Trampolin. Und dann Himmel und Erde verbinden. Die Mittelfinger gehen zu den Yongchen-Punkten, zu den Nierenpunkten, so, ja. Und wenn ich nicht so weit komme, dann spüre die Verbindung. Fußsohle, auch wenn der Punkt noch nicht so klar ist. So. Hier, zeig es mal in die Kamera, hier rein. Spür die Verbindung und lächle hinein. Der Atem fließt und es darf so ein Wohlweh sein. Ja? Das ist eine wohltuende Spannung, vielleicht ein bisschen lockern, ein bisschen lösen. Und ruhig ein wenig aushalten mit einem Lächeln und dann lösen, die Hände falten zur Brust,
dann zum höchsten Punkt die innerliche Verbindung deutlich machen, zum Himmel wachsen, ihn dann durchdringen, um die Arme zu öffnen, zum Horizont zu schauen. Und dann in einer fließenden Bewegung steigen, sinken, den Mittelfinger berühren, die Fußzentren und hineinlächeln. Den Atem fließen lassen und es sich in diese Wohlspannung gemütlich machen. Und wenn du nicht lächeln kannst, dann machst du zu viel, dann mach weniger, dann löse etwas. Vergiss den Ehrgeiz, es reicht auch so. Wichtig ist die innere Verbindung. Und dann lösen. Machen wir noch einmal. Zum höchsten Punkt Verbindung wahrnehmen. Dann zum Himmel strecken. Den Himmel durchdringen. Dann zum Horizont öffnen. In die Weite. Und dann fließen nach vorne, Himmel und Erde verbinden. Und immer noch mehr lösen, entspannen und so kleine Bewegungen machen. Und dann kommen wir nochmal in die normale Sitzhaltung. Jetzt wollen wir die Ernte einbringen. Jetzt haben wir viel gelockert, gedehnt, in Bewegung gebracht. Und jetzt sitzen wir nochmal in dieser Stille und legen uns den Ruhemantel nochmal um. Die drei Linien von dem höchsten Punkt seitlich bis zu den Mittelfingerspitzen. Vorne nach unten bis zu den Großzehen. Hinten nach unten bis zu den Fußsohlen. Lassen alle Bewegung in diesem Ruhemantel zur Ruhe kommen. Und vielleicht merkst du, dass es jetzt schon ganz anders ist wie am Anfang von den Übungen. Und wir machen jetzt was, wir legen die Hände auf den Unterbauch. Und jetzt drehen wir eine neunmal größer werdende Spirale. Wir wollen den Bauchraum nochmal aktivieren. Uns auch nochmal bewusst machen über das Spüren, über die Hände. Der ganze Körper darf mitschwingen, die inneren Räume. Drehen wir um und sechsmal kleiner werdend die Spirale wieder
zurück. Misst den Zahlen nicht zu viel Bedeutung zu. Kannst mitzählen, musst aber auch nicht. Drehst da einmal die Spirale so rum und dann wieder zurück. Dann kannst du die Hände übereinander auf dem Unterbauch lassen oder auch die Hände auf die Oberschenkel legen, wie du möchtest. Lächel dir zu, dass alle Bewegungen zur Ruhe kommen. Und genieße deinen Ruhemantel, solange du möchtest. Thank you.